Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wie ihr seht, hatten wir schon Bescherung und ich habe mein Weihnachtsgeschenk von der Tanja, ein Weihnachtsgeschenk geschenkt bekommen. Und zwar ein Tanja-T-Shirt. Finde ich sehr witzig. Oh, habt ihr die fertige Küche schon gesehen? Moment, oh, jetzt ist sie unaufgeräumt. Scheiße. So, ich habe jetzt mal aufgeräumt und auch die Kamera gewechselt. Ich hoffe, das seht ihr. Tanja hat mir nämlich noch zusätzlich zu diesem wunderschönen T-Shirt hier das neue iPhone geschenkt. Boah, ich finde, das sieht schon sehr viel, das ist jetzt dieser Kinomodus, ich finde, das sieht schon sehr viel qualitativer aus. Moment, ich drehe mal die Kamera und dann zeige ich euch mal die Küche. Jetzt haben wir auf jeden Fall uns hier für komplett schwarz entschieden. Boah, gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Auch hier der Herd, hier in der Mitte ist noch so ein Bräter. Hier kannst du so Eier drauf braten oder Fleisch drauf braten. Hier zwei Felder noch, Kochfelder. Wie heißt das? Induktives Kochen? Ich habe keine Ahnung. Und hier zieht das dann rein, die Dunstabzugshaube. Ja, es sind halt wirklich so viele Features hier auch eingebaut. Es wurde wirklich an alles gedacht. Zum Beispiel beim Müll hier musst du einfach den Fuß drunter halten. Warte, ich mach das mal. Du hältst dir den Fuß drunter und dann geht der halt automatisch auf. Oder hier muss man einfach nur so drücken. Dann öffnet sich alles direkt. Keine Ahnung. Und das absolute Highlight auf jeden Fall ist der Kühlschrank. Weiß ich nicht, der ist so. Warte, ich mach den jetzt mal auf. Keine Ahnung. Sorry, aufgeräumt ist er jetzt nicht. Aber wenn man hier das noch daneben aufmacht. Boah, es kommt jetzt auch gerade gar nicht so zur Geltung, aber es ist wirklich. Moment, ich drehe mal die Kamera wieder. Ist auf jeden Fall gefühlt wie in so einer Eiskammer. Wie so ein Restaurant-Kühlschrank. Keine Ahnung, ich liebe diesen Kühlschrank. wie bei MTV hier. Welcome to my. Da haben wir uns auch so richtig schöne Lampen ausgesucht. Haben versucht, hinten im Wohnzimmer auch noch so ähnliche Lampen zu finden. Und hier muss auf jeden Fall noch so eine große Orchideenpflanze hin. Die haben jetzt erstmal provisorisch hingepackt. Die kommt vielleicht oben sonst in die Ankleidezimmer. Ja, was vielleicht auch noch ganz cool ist, ist hier diese, die haben wir auch in Spanien, ne? Diese Kaffeebar, nennt man die, glaube ich, ne? Das kannst du so rausziehen. Warte, ich mach mal ein bisschen so. Kannst du so zumachen. Zack. Zack. Ja, und jetzt natürlich komplett aufgeräumt. Aber ich finde, irgendwie offen sieht es ein bisschen schöner aus. So sieht es ein bisschen sehr schlicht aus. Was ich auch geil finde, die Küche vorher war oben offen. Das heißt, konnte sich Staub sammeln und alles. Jetzt haben die es bis oben zugemacht. Kommt zwar keiner so wirklich dran, aber ist auch nochmal Stauraum. Das heißt, auch da wurde an alles gedacht. Aber auch jetzt hier so im Wohnbereich sieht so toll aus. Die Stühle haben uns jetzt auch nochmal umentschieden. Ja, wir hatten vorher diese, ja, sieht man jetzt nicht draußen, ne? Diese weißen, oh krass, man kann ja richtig weit zoomen. Aber ich bin jetzt auch mal gleich gespannt im Schnitt zu sehen, warte, jetzt wird das Licht besser, wie krass der qualitative Unterschied ist. Ja, und ansonsten geht es für uns morgen nach Spanien. Wir sind auf jeden Fall insgesamt 11 Personen. Der Rafi kommt mit, Tanjas Schwester mit Partner, Tanjas andere Schwester mit Partner und Kind. Ich habe falsch gezählt, Tanjas Bruder. Und die Kinder, ja, komm auf jeden Fall auf 11 Personen. So, und hier haben wir mein Ankleidezimmer. Tanja ist unten, zeige ich euch jetzt. Warte, das Licht kann ich ja noch anmachen, ne? Aha! Toll, das wäre jetzt cooler gewesen, wenn das sofort so gewesen. Ah, warte, jetzt flackert's, ne? Ah, ja, okay. Hat auf jeden Fall Licht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das umstellt hier. Der Spiegel, warte, ich mach das mal kurz wieder aus. Hier, die Wand wird noch zu einem Spiegel und hier ist auf jeden Fall krass viel Stauraum. Also ich bin mir jetzt auch noch nicht genau sicher, wie ich das jetzt alles machen werde. Was zum Beispiel cool ist, ist hier ist so um die Ecke gedacht, ne? Hier geht das so bis hinten rein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy mit dem Raum und ich werde auf jeden Fall genügend Platz für alles haben. Hier ist extra so ein größerer Bereich, dass hier auch so die Jacken reinpassen. Es geht auch bis ganz hinten. Unten ist natürlich nochmal ein kleinen Tick größer, aber sie hat natürlich auch viel, viel, viel mehr Sachen. Sie hat noch so eine geile Mittelinsel, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal in ihrer Story gesehen. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als hätten wir wirklich, wären wir in ein komplett neues Haus gezogen. Sind wir ja auch, aber ja, irgendwie, das sind jetzt zwei Ankleidezimmer neu und der, oh, den Hauswirtschaftsraum kann ich euch theoretisch, ich glaube, jetzt zeige ich euch vielleicht im nächsten Video, weil da stehen jetzt die ganzen Geschenke und so drin für die Family. Ja. Was ist denn da los? Wow.
Wir waren gerade ein bisschen einkaufen. Das ist übrigens die Schwester von der Tanja. Oh. Ja, entspannt. Das ist natürlich eine Menge hier. Auch Raff ist natürlich wieder mal viel zu spät gekommen. Hat nicht mit aufgeräumt. Dafür habt ihr das jetzt. Oh, das ist jetzt alle. Wow. Die ganzen. Ja, die sammeln wir auf, ne? Ja, gerade. Noch ein bisschen gerade. Nein, noch ein kleines Stück. Alessandro und Diana haben das super gemacht. Warte, ich zeig euch das mal hier. Ah, doch, hier geht's. Perfekt. Perfekt. Ja, so andersrum hat es mir gedreht. Onkel Raffi? Ja, machen wir okay. Schau mal, alles verbrannt. Ich hätte gerne Medium Rare. Das sieht ja überragend aus hier. Ich hab das Brot. Oh, das Brot hier gefällt mir besonders. Also nein, okay, man muss schon sagen, Lennart, Tanja und ich haben das angefangen. Du? Oder okay, Lennart? Super langweilig. Wie lange noch? Wie lange noch? Und Raffi, was sagst du dazu? Ich hab das Essen zerstört. Jetzt mal wirklich ganz ernst gemeint. Wir waren Fußball spielen. Und ich gucke mal, ob ich noch ein Foto finde. Mein Knöchel war so dick angeschwollen, hier alles drumherum. Was hatte ich nochmal, Len? Wie hieß das, was ich hatte? Eine Innenbandskultur? Ruptur. Ich hatte eine Ruptur, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Innenbandruptur. Das heißt, irgend so ein Band bei mir ist wahrscheinlich angerissen oder so. Einfach nur, weil der Alessandro, der hat ins Tor geschossen und ich habe den Ball gehalten. Mit meinem Fuß. Ich habe den Grill gesetzt. Mein Band ist gerissen. Nun ja. Wir sind mal wieder fleißig am Mandarinen sammeln hier. Wie viel brauchen wir noch? Was schätzt ihr? 13. Nee. Noch 13? Nee, ich würde sagen 6 Termin, weil da sind schon viele drin. Da sind schon sehr viele drin, ne? Ja. Sollen wir auch noch Zitronen? Sollen wir Grapefruit da noch reinmachen? Ja. Oder warte, sollen wir einen reinen Mandarinensaft machen? Der wäre auch lecker, ne? Ja. Ein reiner Mandarinensaft wäre auch toll. Mit Eiswürfeln, das wäre ja auch lecker. Mit Eiswürfeln wäre auch lecker, ja. Es sind auf jeden Fall alle gerade im Shoppingcenter und ich bin mit den Kindern hier geblieben. Wir wollten Mandarinensaft machen und das heißt, wir werden jetzt fleißig pressen. Wir haben uns nämlich gestern eine Maschine. Der Papa ist eine Maschine, oder? Nee! Was? Ich denke, aber, das aber was bin ich denn dann, wenn ich Papa. Keine Maschine? Ich bin Papa. Okay, das lasse ich durchgehen. Ein Maschinenpapa, oder? Nee. Okay. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Ist auch eine geile Aufnahme von hier oben, ne? Was gibt's Feines? Lecker. Unsere Gäste sind abgereist, gestern schon. Und ich zeige euch jetzt mal was. Ich habe mit Emmy und Leo nämlich eben 2 Stunden lang schon auf dem Grundstück nebenan angefangen, ein Lager zu bauen, beziehungsweise haben wir erstmal alles freigeräumt und ein paar Äste und Stöcke beiseite geräumt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, das Grundstück, das zeige ich euch jetzt. Warte, ich drehe mal die Kamera kurz, so ist besser. Wenn man nämlich hier an den Orangenbäumen und Mandarinenbäumen vorbeigeht, Sekunde, dann kommt man auf ein anderes Grundstück. So, ich zeige euch das jetzt. Das hier gehört noch dazu. Moment. Und hier kommen wir zu einem anderen Grundstück. Das haben wir uns ja letztens noch dazu gekauft. So, das ist das Grundstück. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Moment, ich hoffe, ich plumpse jetzt nicht runter. Das ist das Lager, was wir uns eben aufgebaut haben. Hier war alles voll mit Ästen und Stöcken. Und jetzt haben wir alles freigeräumt. Und wollen jetzt hier so einen Boden legen, haben wir uns überlegt. Wir fahren jetzt mal in den Baumarkt und wollen vielleicht hier noch irgendwie so Seile spannen. Irgendwie, boah, der Ausblick ist auch echt sehr schön. Wir wollen hier so ein richtiges Lager für die Kinder bauen. Ich weiß, ich bin jetzt kein Profi in sowas, aber ich finde, wenn ihr gesehen hättet, wie es eben ausgesehen hat, ich habe leider keine Aufnahmen. Es sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie noch andere Ideen habt, die wir hier bauen könnten. So richtige Natur-Vibes, auch wenn es einfach nur das Grundstück nebenan ist. Es war so, hier war mal ein Haus geplant. Also hier wurde schon mal, oder es war glaube ich geplant, dass hier ein Haus gebaut werden sollte. Der Plan besteht auf jeden Fall.
Und dann ist da irgendwas passiert, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde das Projekt dann abgebrochen. Und darum wurde auch hier schon so ein Teil vom Felsen rausgebrochen und sowas. Und ja, dann habe ich die Nachricht bekommen, das Grundstück nebenan steht zum Verkauf. Und habe das dann halt noch dazu geholt. Auf Dauer gesehen möchten wir natürlich irgendwas hinbauen. Vielleicht ein Haus noch oder... Ja, vielleicht könnte man hier sogar ein, zwei Orangenbäume noch hinsetzen oder so. Das wäre auf jeden Fall alles möglich. Oh, da kommt die Tanja. Der Tisch hier ist eigentlich schon, bis auf die Farbe, eigentlich ziemlich cool, ja, ne? Unsere Mission ist gerade hier einen Boden für das Baumhaus zu machen. Aber der, ja. Boah, Junge, das wird so krass, das wird krass. Einmal diese Dinger hier für die Seiten. Die kann man so auseinanderziehen. Das kann man auch als Tür benutzen. Ja, boah, die sind cool. Und der Raffi hat schon richtig gesagt, dann hast du trotzdem noch den View. Ey, diese Lampe hier, die ist maximal überragend. Schau ich erstmal an, wie cool die aussieht. So, das hier ist unsere Ausbeute jetzt. Und die wird jetzt erstmal nach oben befördert. Unsere Zäune, die jetzt an meinem T-Shirt festhängt. Papa, du hast dich Fuß? Ja, ich habe mir irgendwas gerade in den Fuß gerammt. So, Onkel Raffi, dann säg mal. Nee, weiter unten. So? Ja. Okay, Onkel Raffi kümmert sich jetzt um unseren Vorgarten. Ja, irgendwie sitze ich jetzt hier allein in meinem Käfig. Ich werde auf jeden Fall später nochmal hier hingehen, weil wir wollen mal gucken, wie es aussieht, wenn die Lampe im Dunkeln angeht. Ich hoffe, das sind auch so Momente, die den Kindern so für immer in Erinnerung bleiben. Mhm. Da klettert ein Weihnachtsmann. Wie geil sieht das denn aus? Das sehe ich jetzt erst. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Der nächste Tag beginnt. Wir fliegen jetzt nach Hause. Und ja, ich war gerade jetzt hier nach oben, weil ich verkündet habe, dass Juicy Wow jetzt gerade erhältlich ist. Also wenn ihr das seht, schon längst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ab dem 4.1. in allen Kaufland-Filialen in Deutschland ist Juicy Wow erhältlich. Ich werde gerade im Sekundentakt von euch verlinkt, markiert, was auch immer. Es ist so ein krankes Gefühl einfach. Einfach so dieser lange Weg dahin und jetzt... Jetzt hält man oder haltet ihr dieses Produkt in der Hand und das, was man, die Gedanken, die man so hatte, diese ganzen Geschmacksverkostungen, die ganzen, überhaupt die Idee hinter dem Produkt. Ich kriege ja auch gerade im Sekundentakt Nachrichten. Ja, ich wollte mich einfach nur nochmal von Herzen bedanken. Das ist ein ganz wahnsinnig schönes Gefühl. Und das, was man sich selber so in den Kopf setzt oder mit dem Team zusammen, dass das am Ende gut ankommt und von euch da draußen in den Händen gehalten. Ach, ich weiß nicht. Ihr merkt schon, ich bin sehr geflasht gerade. Auf jeden Fall, übrigens, geiler Hintergrund, ne? Scheiße, hätte ich mal meine Instagram-Story eben hier aufgenommen. Ja, wir machen es jetzt ready und ich werde dann auch mal sofort zu Kaufland düsen gleich. Und mir das mal angucken, wie das damals mit Bilou war, dann auch das so in den Läden zu sehen. Das war schon auch so krass. Und jetzt das mit Juicy Wow. Einfach... ein unfassbares Gefühl. An dieser Stelle nochmal danke. Und boah, ich merke gerade, ich habe noch Mandarinen gepflückt. Ich sehe gerade da oben Mandarinen. Soll ich die mitnehmen? Soll ich? Boah, ich mache hier nochmal eine Insta-Story. Scheiße, ich muss so eine Story noch machen. Das sieht ja viel besser aus. Den Müll muss ich jetzt leider mal aus dem Fenster halten, weil wir A, gar keinen Platz mehr im Auto haben. Es B, stinkt und C, tropft's. So sollte ein Band auf jeden Fall aussehen, oder? Mensch. Das war es soweit auch schon mit dem Video. Irgendwie jetzt echt viel passiert. Es war jetzt 2 Wochen der Vlog. Ich habe immer so zwischendurch wieder ein bisschen mitgefilmt. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch gerade zu schneiden und mir das nochmal anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zusehen gehabt. Dann hinterlasst mir gerne mal einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne mal, falls ihr Juicy Wow schon in den Läden entdeckt habt oder sogar schon probiert habt, ob es euch gefällt, wie es euch gefällt, was eure Lieblingssorte ist. Und ja, ich kann euch nur so viel zeigen. So sieht auf jeden Fall das Wasser neben meinem Bett aus.
Bei mir ist gerade überall Juicy Wow drin. Bis zum nächsten Video, schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.